Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Ist Donnerstagabend. Event läuft noch nicht mehr ganz ein Tag. Es hat nur noch 23 Stunden und 30 Minuten. 36 Minuten. Dachte ich mir, entwickle ich noch ein paar Sachen. Hab mein Ziel von 80 Millionen noch nicht ganz erreicht. Und zwar, wenn es schon mal Doppel-EP ist, kann ich ein paar Sachen entwickeln, die ich mir aufgehoben habe. Ein paar neue Decks-Einträge und so, endlich mal. Deswegen. Schauen wir mal, ich habe ein paar Sachen im Kopf. Ein paar Sachen kann ich auch wieder nicht entwickeln, weil ich zum Beispiel die Entwicklungs-Items weggeworfen habe. Aber hauptsächlich ein paar Gen 3 Sachen. Moment. Ich habe, glaube ich, hier letztens einen guten Winkelin geschlüpft. Der müsste hier irgendwo sein. War das der hier? Potenziell 98, aber genau. Attack nicht 15, aber ist egal. Hab einen 100er verpasst. Bin sogar zu dem hingefahren mit ein paar Kollegen, ein paar Freunden. Aber für den war es mir dann irgendwie nicht wert, über den Zaun zu klettern. Kommt schon wieder. Hab den relativ oft gebrütet. Jetzt, wo Wind verstärkt war. Pokémon mit Wind, die Wind bevorzugen. So, neuer Dex-Eintrag. Zwei Wasserattacken, perfekt. Dann auch ein paar Dratinis. Ich habe jetzt so viele Bonbons. Ich entwickle ungelogen Dratini für EP. Und dann werden die Dragoniers verschickt. So, alles klar. Ivy war eh nicht so gut. Genau, really strong. Und weg damit. Meinen ersten Kaktusmann kann ich mir machen. Auch da habe ich noch keinen 100er. Jetzt entwickle ich gerade nicht mal irgendeinen guten, sondern echt irgendeinen für den Pokédex-Eintrag. Bam. Oder habe ich den schon mal wild gefangen? Ich glaube noch nicht. Das müsste der Eintrag sein. Genau. Bam. Vierfach EP für den neuen Eintrag. Okay, aber der hat so schlechte IV, der kann direkt wieder verschickt werden. Wie gesagt, 100er bisher noch keinen bekommen, aber wenn es sonnig wird, sollte das kein Problem sein, da sind die echt überall. Dann, von denen hier habe ich auch so viele, durch die ganzen Safari-Zonen. Die entwickle ich jetzt auch einfach mal so für EP. Schlechter IV und direkt wieder weg. Ich habe auch noch ein paar Hunderter, die ich eigentlich entwickeln könnte. Tane, da werde ich auch meinen ersten jetzt machen, Metagross. Attack 15. Von denen habe ich sogar zweimal den. Moment, wie heißt der? Beldum. Ne, darauf wollte ich nicht klicken. So, Beldum. 4,75 sogar. Das ist mein Bestes aus dem Ei. Attack 15, alles klar, los geht's. Ich weiß gar nicht, wie viel IV der genau hat. Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr es mal nachrechnen wollt. Ist das aus dem Ei? Ich habe jetzt während des Events echt eine Menge aus dem Ei bekommen. Ihr habt es gesehen, über 400 Bonbons jetzt. Und am Anfang, vor dem Event, hatte ich nicht mal genug, um mir einen zu machen. Da hatte ich, glaube ich, gesamt 8 oder 9 Stück erstmal gefangen. Und jetzt mache ich mir mein erstes Metagross. So. Kindwurm kann ich mir leider noch nicht komplett entwickeln. Ich könnte den einen machen. Einmal entwickeln, aber noch nicht zum Brutalander. Bam, Metagross. 200er kam bisher in München. Beide verpasst. Aber kommt schon noch ein guter, bestimmt. Jetzt erstmal für Pokédex. Auch bei Lavita habe ich jetzt so viele Bonbons. Die werde ich jetzt auch langsam für EP einfach nur entwickeln. Was echt krank ist. So. Pupita. Alles klar. Ein paar geile Sachen habe ich auch aber noch am Start. Wie zum Beispiel den hier. Auch aus dem Ei. 603. Auch da keine Ahnung. Attack leider nicht 15. Aber ich entwickle den jetzt mal. Mein erstes Libeldor. Wird langsam Zeit. Auch von dem, vor dem Event, hatte ich glaube ich 5 gesamt gefangen. Und seitdem habe ich so viele gebrütet, kann ich mir einen machen. Bam, neuer Dex-Eintrag. Weiß gar nicht, ob man den wild fangen kann. Müsste eigentlich schon gehen. Nur Libeldra natürlich nicht. Kam einmal 100% bei uns, aber auch den leider verpasst. So.
Welt war eigentlich ziemlich cool. Bodendrache, glaube ich. Bam. Neuer Dex-Eintrag. Mit vierfach EP. Saftig, saftig. Flygon. Machop Dragonclaw. Die Attacken und so schauen wir uns demnächst nochmal an. Ein Shiny Dragonier muss ich mir auch noch machen. Ein paar Shiny Dratini, ein Shiny Dragon. Da darf Shiny Dragonier natürlich auch nicht fehlen. So. Der sieht auch noch cool aus. Rosa Dratini, rosa Dragonier. Auf einmal Müllgrün, Apfelgrün, Kotzgrün, Dragon. So. Dann hier, den habe ich auch noch nicht entwickelt. Der braucht auch 400 Bonbons, echt übertrieben. Leider noch kein Shiny, aber dafür 100%. Warblue. Entwickelt sich zu irgendwas mit A. Naja, wir werden es gleich sehen. Der ist, glaube ich, auch Drache, wenn ich mich nicht täusche. So, noch ein neuer Dex-Eintrag. Genau, auch Drache. Alles klar. Okay, jetzt habt ihr gar nicht gesehen, dass er 100 war, aber ihr könnt mir schon glauben. Und ich habe gerade ein Kindwurm gebrütet. Mein vierter müsste das sein. Wenn ich jetzt rausgehe, müsste die Animation kommen. Genau, da ist sie ja. Nur für euch. Live kriegt ihr auch noch einen 10er mit. Überraschung. Kindwurm, mein vierter. So. 30 Bonbons. Oh, 135. Ich könnte mir Brutalanda machen. Problem ist, ich habe keinen guten. Warte mal. Mache ich mir jetzt ein Brutalanda, nur für euch. 591 ist mein bester. Hat der 15 Angriff wenigstens. Attack 15. YOLO, scheiß drauf. Für euch. Brutalanda auch noch mit am Start. Los geht's. Attack 15, das geht schon. Habt ihr ein Glück, dass gerade ein 10er gekommen ist? Und da Kindwurm drin war und der 30 Bonbons gebracht hat. Bam, nochmal zwei neue Dex-Einträge. Yo, Brutalanda, out of nowhere. Bam. Also früher mit Despotar war ich sehr, sehr pingelig. Da habe ich ends lang auf den richtigen gewartet, Bonbons gesammelt und auf 98 und noch höher gewartet, aber man hat jetzt inzwischen so viele Pokémon. Ich brauche den echt nur für den Dex-Eintrag. Und Fire Blast ist bestimmt ziemlich schlecht. So. Ich kann mir auch einen Shiny Raichu mit Partyhut machen. Ich habe von den Shiny Pikachus mit Partyhut 2. Perfekt. Einen für Raichu, einen für normal. Also für Pikachu. Und den normalen Pikachu Shiny habe ich eigentlich auch 2. Könnte ich auch noch einen machen. So. Shiny Raichu mit Partyhut. Also hier werden echt ein paar verrückte Sachen entwickelt. Den hier wollte ich auch noch entwickeln. Trassler 98. Aber Level 35. Ich habe ja meinen 100er Trassler Level 35 entwickelt. Bin echt zufrieden mit dem. Kämpfe öfters mit dem. Dachte ich mir, entwickle ich den auch noch. Um einfach ein bisschen was noch zum Kämpfen zu haben. So. Und weiter. Kam auch relativ hoch. Über 2,5 glaube ich. 2,6 sogar. Oder sogar 2,7. Sehen wir ja jetzt gleich. Also mit Gardevoir bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. So. 98, Level 35. 2,7, ja. Zwei Psycho-Attacken, okay. Die andere hat eine Fehlenattacke. Da. Mein Stoll Junior. 100% Level 31, 32 oder so. Musste mich ja letztes Mal entscheiden, ob ich den Shiny entwickle oder den 100er. Hab mich damals für den Shiny entschieden. Und jetzt habe ich genug Bonbons. Sogar bei weitem genug. Ich habe sogar angefangen, Stoll Juniors für EP zu entwickeln. Aber jetzt habe ich auch noch genug, um den 100er zu entwickeln. Bei dem ist ja 100% am wichtigsten, weil nur 100% über 3000 kommt. Okay. Movesets und so schauen wir uns demnächst mal an. Onix würde ich auch gerne entwickeln, aber ich habe gerade keinen Starmantel am Start.
Den muss ich auch noch entwickeln, 100er. Die erste Entwicklung habe ich natürlich durch die ganzen EP-Entwicklungen, weil der braucht nur 12 Bonbons. Aber die letzte Stufe, die habe ich bisher nie gemacht. Dann noch ein neuer Dex-Eintrag. So. Braucht, glaube ich, dann auch 50. Genau. Bam. So. Was gibt's sonst noch so? Ja, wie gesagt, wollt ein paar Ampharos kann ich machen, 100. Habe ich auch bisher immer gewartet. So. Noch ein neuer Dex-Eintrag. Ich schau einfach nochmal durch und dann schauen wir mal, was wir so finden, was wir noch entwickeln können. Ich habe so durchgeschaut, aber das war's eigentlich. Ein paar Sachen, aber das meiste interessiert, glaube ich, eh keinen mehr. Ich werde jetzt noch die restlichen Minuten vom Glücksseil verwenden, ein paar Entwicklungen machen. Also das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Nutzt noch den Rest des Events aus. Heute Abend, 10 Uhr, ist vorbei. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.